Moin, Schimmer, willkommen zurück zu einer Folge Backen hieß einfach. Ich bin schon auf den Arsch, aber zuerst wollen wir uns hier mit der Folge, weil ich nachher noch zur Fahrschule muss. Jo, ich habe keine Ahnung, wo wir letzte Folge stehen geblieben sind. Also gehe ich einfach mal herum und hoffe, dass wir restlich in Fahrt sind und ich hier nicht Wiederholungen zeige. So. Jo, warum nicht? So, die Viecher können mir eh nichts mehr haben. Und ich habe ja auch schon ein paar Experience Points bekommen. Es sind noch, glaube ich, zwei Kämpfe. Und dann. Ui. Dann sollten wir nächstes Level sein. Nächstes Level of Violence erreichen. Denn ich habe davon irgendwie gegen tausende von Black Androids gekämpft. Welche da einfach nicht aufhören wollten, um Hilfe zu schreien. Hinterher. Eine richtige EXP-Illusion. Boah. Die Wortspiele heute wieder. Ich weiß, ich bin großartig. Aber ihr müsst mir es nicht sagen. Mein Zahnarzt hat mir es schon verraten. So, ich mache die Tür zu, bevor meine Oma sie dafür bekloppt hält. So. Wow, das werde ich fast übersehen. So. Boah, Wasser. Ich habe mir jetzt vorgenommen, am Anfang oder am Ende dieses Kampfes regelmäßig zu speichern. Damit einfach nichts da passieren kann. So. Damit mir die Spielabstürze mal rasch vorbeigehen und mich das Spiel nicht mehr abfuckt. Jo, so ist weiter Plan. Und gucken, wie es weitergeht. Oh, wir haben bald keine HP mehr. Und das ist nicht so gut, wenn wir bedenken, dass wir bald gegen Endgegner kämpfen. So. Bitte Slugs, bitte Slugs. Und es sind... Das werden wir nie erfahren. Ja auch. Der scheint ein richtiger Kampf zu werden. Ah, eine Slug und eine Black Entheld. So, da machen wir zuerst die Black Entheld kaputt. Weil die Viecher werden wahrscheinlich, wenn nicht, wieder tausende... von Kollegen rufen. So, und hier geht jetzt auch die Slug kaputt. Yeah, die Slug wurde zahm. WCF, wie viel hier ist das? Und, ja, jetzt sind es wirklich noch höchstens zwei Kämpfe. So, wir speichern nochmal. Sorry, Leute, aber ich habe da einfach Angst. Leute, schon wenn wir ihn von vorne angucken. Und da drin war ein Cookie. Das ist gut, denn wir müssen unbedingt mal raggen. Auch wenn der Cookie nichts macht, er macht schon etwas. So, 6 HP. Habt ihr es gesehen, Leute? Habt ihr es gesehen? Das war Kunst. Das war krass. Das war mega. Und? Ja, wir sind im Kampf. Backended und eine Slug. So, kaputt. Und es ist tame. So, wenn wir noch einen Cookie finden, dann wäre ich glücklich. Und Smash! Yeah. Und wir sind Level 10. Bam. So, und wir haben jetzt Healing Alpha. Das ist gut. Das ist gut. So. Dann wird es hier nochmal Zeit zu speichern. Ja, ja. Ich werde versuchen, das irgendwie so zu machen, dass ich... Ja, danke. Danke. Möge die magische Butterfliege mit uns sein. Yeah. Wir sind so relaxed. Wir sind jetzt so layback. Wir brauchen einen Klappstuhl, um nicht hinten umzufallen. Wie viel können wir jetzt hier eigentlich maximal haben? Status und wir können jetzt. Oh, wir können jetzt aber schon eine Menge Psychic Points haben. So, nochmal speichern. Ja. Wie full of life sind wir jetzt hier eigentlich? Okay, ich glaube, hier geht's weiter. Oh, wir sind full. So, aber ich gehe nochmal gerade zurück. Weil. Es gibt immer die Chance, dass wir noch eine Magic Butterfly sehen können. Okay. Da geht's weiter. Gibt es noch irgendeinen anderen Weg? Ui. Und... Ja, perfekt. Nochmal die Magic Butterfly. Und... Wir sind... Status. Yeah. Full auf PSI. Nochmal speichern. So, und hier geht's, glaube ich, in keinster Form weiter, oder? Nope. Dann auf und davon. Wie viel hier brauchen wir eigentlich fürs nächste Level? Jo, easy. Warum nicht? So, dann. Bring it on, guys. Oh. Warum nicht? Toll, wir wissen gar nicht mehr hier, was für ein Gegner es überhaupt war. Vielleicht, weil wir es auch gar nicht wissen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, so wie die Mythen erzählen, war es Bass selbst, den wir zertreten haben. Leute, wenn es jetzt hier das Ganze... Okay, also von mir aus kannst du das ganze Display so weitergehen.
Solange das nicht beim Geigerskampf passiert, habe ich nichts gegen. Komm, du auch? Boah, schade. Wäre witzig geworden. Black End Hills. Ich will jetzt keine PS. Ich muss PSI verschwenden, wenn die jetzt hier wieder ganze Kohorten rufen. Was habe ich geklickt? Egal. Jedenfalls sind sie jetzt auch mittlerweile alle One-Hit und das Vieh outspeedet mich nicht und es ist auch One-Hit. Bam! Leute, das ist Undertale. Undertale in seiner vollen Pracht. Und wir haben noch einen Cookie bekommen. So muss das laufen. So muss das. Und wir sind noch voll, also brauchen wir den Cookie gerade nicht. Ich weiß nicht, ist ein Cookie sowas, was man innerhalb vom Kampf essen kann? Ich glaube hier bei unserer Stufe mittlerweile nicht mehr. Ziemlich hart. So, nochmal speichern. Uiuiui. Und sind es Gegner oder sind es Dinger? Ja, jetzt werden wir auf jeden Fall ein bisschen Leben verlieren. Jetzt müssen wir nach sowieso den Cookie essen. Und ich hoffe mal, dass der dritte Gegner jetzt keine. Ja, okay, der hat keine Hilfe gerufen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Yeah. Wie ist er outspeedet es mich? Sorry, damit was husten. Und Schnupfen kann man wahrscheinlich auch extremst hören. Aber ich hoffe mal, dass hier der Sound jetzt etwas besser ist als letzte Episode. Dafür entschuldige ich mich noch. Man konnte mich ja kaum hören. So, ein Cookie. Yeah. So, noch ein Cookie. Aber sofort bitte. Ansonsten werde ich wild. Und dann gucken wir noch mal kurz, wie viel halt eigentlich der Hamburger hier so. 50 H. Och, das können wir jetzt nicht essen. 100% Beef. Ohne Fleisch natürlich, wie auch sonst. So, und wir sind hier bald am Ende von diesem Dungeon. Jo. So, jetzt muss ich mir eine epische Stimme überlegen, während ich hier speichere. Zeit zu Ende. Okay. Die hörst du? Das heißt, ich will niemanden für verrückt erklären. Du bist endlich hier. Dies ist das erste dein Heiligtum. Aber jetzt ist es mein Heiligtum. Nimm's von mir weg, wenn du kannst. Okay, irgendwie habe ich die Stimme komplett verkackt. Und das ist jetzt die Titanic End. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit einem PSE Rockin, um da auch noch das Kleinkram wegzubekommen. Und sie outspeedet und macht unsere Defense down. Das ist schlecht. Das Vieh macht direkt noch. Na gut, egal. So, Black Enterhead Alpha ist jetzt tot. Black Enterhead Beta ist jetzt auch tot. Und jetzt ist es hier noch das Vieh. Magnet. Oh Gott, nee. Der saugt uns den PP weg. Das ist nicht so toll. Das ist überhaupt nicht toll. Aber gut, solange das Vieh uns nicht hier das Leben wegsaugt, habe ich nichts gegen. Oh. Schild. Aber das war nur ein normales Schild. Jetzt machen wir mal einen PSC Rockin, bevor es uns noch ja alle PP wegsaugt, bevor wir überhaupt was tun können. So. Und das hat Schaden gemacht. Leute, das hier ist, anders hätte ich jetzt was gesagt, Earthbound. Und guckt euch hier die XP an. Execution Points, Leute. Execution Points. Yeah. Und die Blockade ist weg. Wir können jetzt endlich weiter. Ness hat eine Vision bekommen von einem kleinen, süßen Hund. Ness, Tonstein, hat die Melodie vom Riesenfußstapfen aufgenommen. So, ich hoffe mal, der Moment hat jetzt hier auf euch eingewirkt. No problem here. Ja, mit dem Riesenfußstapfen, mit wem sollen wir denn sonst reden? Ach ja, stimmt's eigentlich jetzt, dass. Jo, die Sets sind jetzt wieder auf Maximum gesetzt. Und jetzt, Leute, zeige ich euch auch, wofür das Soundstone da ist. Boah, ich finde die Melodie einfach so schön. Das ist auch wieder eine der Sachen, die den Soundtrack vom Spiel so toll machen. Ich weiß, wunderschön, oder? So, hier, Save Game Position. Bei jeder zweiten Sekunde einfach mal saven. So, ich müte mich jetzt mal, halt die Klappe. Und schraubt das Spiel lauter, damit ihr hier den Moment auch genießen könnt.
paar Sekunden muss hier so. Bis gleich. Schön, oder? Ja, ich weiß. So. Weil jetzt habe ich die Bandicam-Sounds runtergestellt. Ich musste doch. Wo habe ich hier? Da. Emulator. Selber. Bam. So. Dann hätten wir den ersten Dungeon hier geschafft. Ich speichere nochmal kurz. Save Game Position. Bam. Jetzt unter und jetzt seht ihr noch was sehen, dass ich weiß nicht, haben wir schon bei den anderen Viechern gesehen? Also habe ich es euch da schon gezeigt. Jedenfalls, diese Viecher rennen jetzt vor uns weg. So. Wir können trotzdem noch gegen sie kämpfen. Ach so, nee. Die sterben ja nur. Nee, normalerweise sterben die dann jetzt hier direkt. Okay. Habe ich nichts gegen? Fragezeichen. Na gut, und wir können sofort weg, weil wir hier die Opening hatten. Na gut, gehen wir mal hier raus und dann. Wird nachher noch was Cooles passieren. Oh ja, der hier. Seht euch das an. Und wenn die Gegner nicht im Team kommen, ist das hier bei den meisten so. Das ist praktisch kostenlose XP. Liebes. Hier, Jo, und das ist gar nicht mal wenig. Wir müssen das 20 Mal machen, dann hätten wir schon das nächste Level. Guckt. Ja. Tot. In Lüdel. Und wir farmen hier tausende von Cookies, sehe ich gerade. Oh, jetzt hat es nicht funktioniert. Aber wir haben hier die Surprise Opening getaggt. Wir haben jetzt immer die Opening getaggt. Deshalb gehen wir direkt mal weg. So, und dit. Ne, die würden mich dann wieder jagen. Ne, komm. Dafür haben wir nicht die Zeit. Wir müssen jetzt sofort weiter. Weiter, sofort wirklich weiter. Um mit diesem Kapitel abzuschließen und im Spiel weiter zu machen. Zumachen. Yeah. Denn so funktionieren die Let's Plays. So. Oh. Oh, oh, oh. Oh, jetzt müssen wir sogar kämpfen. Das ist nicht so toll. Und die Rowdy Maus outspeedet uns immer noch, aber sie trifft nicht mehr. Denn wir haben jetzt hier das extremste Level. Ich glaube, da haben die weniger Trefferchance. Oder ich bilde mir das nur ein. Keine Ahnung. So, kommt mir aber so vor. Ich habe mich hier noch nicht wirklich über die Stats informiert. Wie, was für Massen an Gegner jetzt hier einfach da sind. Da rennt noch eine Mio aus. Wupp. Fling. Gratis XP. Oh. Oh. Ja, jetzt besiegen wir die auch bei Forward-Encounters, wenn keine anderen Gegner mehr kommen. Gratis XP. Putsch. Fliegen. Hä? Sie? Ne. Das mache ich jetzt aber nicht mit. Damit stärke ich die genetischen Kräfte. Und speichere mal kurz, weil es gerade etwas gelenkt hat. Yeah. Am Master-Encounter, das kann man mit PK Rockin einfach extremst gut hier farmen. Jetzt so, da. So, und da ist jetzt direkt. Hey, du! Das Schild sagt, geh nicht rein! Kannst nicht lesen! Nö! Was für ein rebelliöses Kind! Komm jetzt zu der Owned Police Station! Yay! So. Jetzt, liebe Leute, stoßen wir auf den wahren Endgegner dieses Arcs. Dieses Arcs oder dieser Arc? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Also, wenn sich Grammatik an jemanden anpassen muss, dann ja wohl an mich. Also, das hat zumindest mein Zahnarzt behauptet. Wo war nochmal die Polizeistation? Yay, seht ihr das? Wir sind ein rebellöses Kind. Oh, eine Butterfliege. Das kommt gerade recht. So. Gleich müssen wir gegen den wahren Endgegner kämpfen.
Hallo, hier, das wollte ich gar nicht, ich wollte hier pausieren. So. Also manchmal habe ich das Gefühl, als würde mir das Spiel alle Hoffnungen und Träume glauben wollen. Direkt mal hier speichern. Bin übrigens schon bei der Polizeistation. So. Und wir haben diesmal keine Butterfly gefunden. Das heißt, wir müssen hier komplett unentspannt, verspannt und geistig komplett kaputt gegen den what the fuck Typen kämpfen. So, hier. Hä? Den Schatz habe ich nicht verstanden. So, Festgang erstmal. Es. Dies ist ein Gefängnis! Ihr Leute habt kein Geschäft hier! Warum die Straße zutiefst geschlossen ist? Ein Notfall. An Zeiten wie diesen sollten Kinder wie du Nintendo-Spiele spielen. Lol. Okay, noch eine weitere Earthbound-Parallele. So, da war ja. Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Vögel zwitschern, Blumen blühen. An Tagen wie diesen sollten Kinder wie du in der Hölle schmoren. Oder halt ein Fangspiel spielen, je nachdem, ob man True Pacifist ist und gegen Asgore kämpft oder halt Skindus halt gegen Sans. Und hier ist einfach nur, zu Zeiten wie diesen sollten Kinder wie du Nintendo-Spiele spielen. Egal, bist du sicher, dass du tusten willst? Jo, okay, folg mir. Ach, ich habe eine falsche Stimme gegeben. Lol. Zeig mir, was du kannst. Mal gucken, ob du durch meine fünf besten Leute durchkommst. Dann erstmal jetzt speichern. So. Let's get cracking. Ja! Hey, kleines Stückchen Pommes, du musst wahrscheinlich zu der Wurst. Bring it on. So. Wir sparen uns unsere PC für später auf. Und der sollte jetzt. Ja, der wurde wieder normal. Du hast gewonnen. Und wir sollten hier jetzt noch den nächsten Fight bekommen. Nicht den nächsten Fight, den nächsten Level. Du bist stark! Du solltest der Polizeikraft folgen! Sagte zu einem kleinen Jungen. Direkt durch den Strong noch durchgehen. Ein normaler Polizeimann. Stärker als ein Superheld. Yeah! That's the spirit. Irgendwie haben die immer den First Strike, aber danach sind sie langsamer, kann das sein? Nee, jetzt ist er wieder schneller als ich. Schau mal, das Muster drin erkennen, aber nee. Oh, der braucht jetzt auch. Uiuiui, der drückt Schaden. Der drückt Schaden, Leute. Und ich glaube, an der Stelle haben wir jetzt verkackt. Ah, du hast gewonnen. Lass dich nicht arrogant werden durch die Komplimente des Bürgermeisters. Bring it on, Fat Boy! Wow, das ist ein richtiger schonender Typ. Und wo wir schon beim Thema Fat Boy sind, würde ich mal sagen, am Bürger, falls das dir überlegen. Och, komm, der muss natürlich mit dem Crossing Chomp leaden. Yes, sieht aus. Bis gleich. So, Leute, selbe Stelle. Wieder beim Bring It On Fat Boy Typen. So. Und wir bashen den mal krass. Ja, der kommt direkt mit dem Crushing Jump. Das habe ich aber vorbereitet. Diesmal habe ich direkt was eingeworfen an Essen. Und der Typ hatte auch geringere HP als sein Vorgänger. Lass uns dies auch mal ein anderes Mal tun. Ich werde dich mit meiner nuklearen Suplex-Attacke kaputt machen. Der Typ hat zu viel schon geguckt. Mann, ich nehme dich jetzt auseinander. Genau jetzt, Baby. Okay, der Typ macht mir Angst. Sowohl von der Stimme als auch von vielen, vielen anderen Aspekten her. Ich würde sagen, wir werfen jetzt erstmal einen Hamburger ein. So, und er macht eine normale Attacke. Das ist completely fine with me. So, ich hoffe, dass er nicht zu viel HP hat. Oh Gott, er hat zu viel HP. Hey,
Ich mache ja an dieser Stelle mal direkt wieder ein Live-Up. So, ja. Habe ich richtig predicted? Wie viel uns der Live-Up hier einfach mal macht. So stark habe ich den Live-Up gar nicht in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, bis die Rolling HP oben sind, warum auch immer. Und jetzt macht sich auch hier das Rolling HP-System deutlich bemerkbar und wie nützlich es einfach ist. Denn wenn uns die Gegner HP nehmen, nehmen sie uns nicht einfach nur HP, die nehmen uns die HP über Zeit. Und das gibt uns hier die Möglichkeit, uns noch zu heilen, wenn möglich. So, dann speichern wir mal hier. So, um den Kampf schnell möglich zu beenden. So. Das ist es, Kumpel. Du kannst es mit mir vergessen. Ich werde meinen Boss rufen. Und da ist der Boss. Es gibt keinen Weg, dass ich besiegt werden kann von dir in einem normalen Kampf. Also, werde bereit für meine Super Ultra Mambo Tango Foxtrot mit Heria-Tunst. Oh yeah, die Wombo-Kombo, Leute. Und an der Stelle speichern wir nochmal. Nach diesem Kampf ist die Folge dann beendet. So, Captain Strong. Captain Strong ist on guard. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt mit einem PSC Rockin raus und ich hoffe mal, dass kein schlimm wird. Oh Gott, seine Offensive geht hoch. Bis jetzt hat er nur Status Moves gemacht. Und das macht einfach gar nichts. Uff! Dass sein Offensiv ging, ist nicht gesund für uns. Wir gehen jetzt noch für einen finalen. Nee, nicht dafür. Für noch ein Final Recover und danach. So. Hoffen wir mal, dass es gut geht, Leute. Boah, der Typ hier, ich weiß nicht warum, der erinnert mich irgendwie an Gabelhelm. Ja, ich werde die Folge auch so nennen, Kampf gegen Gabelhelm. Und dann wird Gabelhelm irgendwie reagieren mit der Aussage, wo war ich denn hier? Dann sag ich ihm, er soll die Folge sehen und dann sieht er, dass er besiegt wurde. Und jo, das wär's dann soweit auch. Oh Gott, wie viele XP. Und wir haben Schild Alpha bekommen. Das ist gut. Ich habe nicht gedacht, dass du so gut wärst gegen die Owned Polis Force. Du willst mir von mir, dass ich die Straße zu Tucson öffne. Warte ein paar Sekunden, ich werde meine Leute anrufen und denen das Signal geben. Piep, piep. Strong hier. Ja, er könnte mich hören. Hey. Nee. Hey, ich bin's, Captain Strong. Okay, hör zu, ein Kind mit dem Namen Madness wird in ein paar Minuten dort sein. Ein Kind mit einer roten Kappe. Ich möchte, dass er die Straße zu uns für ihn öffnet. Ich weiß das. Frag mich nicht warum, es ist einfach nur ein Befehl. Strong out. So. Dann, ich würde sagen, an dieser Folge... Ich hatte jetzt gedacht, dass wir wieder abgestürzt. Nun, Kind, ich werde jetzt nicht fragen. Aber ich möchte dich wiedersehen. Viel Glück. So, Leute, und das wär's dann hier auch mit dieser Folge. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder auf dem Weg zu Tucson. Bis dann. Ciao.